So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Afterbirth. Wir zocken heute eine Runde mit dem Keeper. Ich hatte gerade mega die krassen, behindertsten Probleme ever. Und zwar war bei meiner fucking Tastatur die Feststelltaste einfach irgendwie aktiviert. Also die Caps Lock Taste, aber ich habe die gar nicht gedrückt. Und weil ich so eine Rocket Tastatur habe, ist sie irgendwie, keine Ahnung. Da gibt es irgendwie so eine Makro-Taste für, da kannst du die feststellen und dann bleibt permanent Caps Lock an. Ich weiß nicht, welcher Mensch das will, aber jedenfalls war das so. Und ich musste irgendwie 10 Minuten gerade, hat das gebraucht, bis ich die Scheiße rausgefunden hatte. Ey, das war, oh, Baby Rage des Todes, wirklich, Baby Rage des Todes. Ich habe noch nie, also keine Mensch, keine Ahnung, welcher Mensch sich sowas ausdenkt, irgendwie eine Tastatur zu entwerfen, die einfach mal Caps Lock permanent einschalten lässt, sich... Verstehe ich nicht, wer das braucht, aber gut. Wir spielen heute jedenfalls mit dem Keeper und ja, bei den letzten Runden war ich sehr salzig. Liegt einfach daran, dass ich irgendwie schlecht bin. Und der Keeper extrem viel Skill braucht, habe ich das Gefühl. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber naja, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen coole Items. Beim letzten Mal war es eher nicht so der Fall. Ja, wir haben eher nur den größten Rotz bekommen. Also, ein paar Sachen waren ganz okay, aber... Naja, wir haben letztes Mal auf jeden Fall auch den Dings geschafft. Den Greed Mode mit dem Lost Charakter, was sehr, sehr geil ist. Denn Greed Mode ist nicht so leicht. Und da bin ich sehr, sehr stolz drüber, dass wir das geschafft haben. Ich muss sagen, die Set Bombs sind eigentlich okay. Klar, nicht das beste Item, aber auch nicht gerade der größte Rotz. Und von daher... Ja, mal gucken. Wir gucken erstmal hier rein. Ich glaube, hier war nichts, weil da hatte ich vorhin schon geklärt, bis ich dann gemerkt habe, oh, meine Feststelltaste hängt fest. Oder eher gesagt, ist permanent aktiviert. Ja, gut. Wir haben keine Münze. Das ist natürlich nicht so geil. Aber wir gucken mal hier rein. Wir gucken mal hier rein. Bam. HP ab mal 3. So, wir nehmen das mit und wir nehmen 5 Münzen, bitte. Bitte. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Boss. Wir haben, ja, ein paar Herzen, Kappa. Das heißt, wir haben ein paar blaue Fliegen. Damit machen wir vielleicht beim Boss ein bisschen mehr Damage. Wir können mal hier gucken einmal. My friend's rule. Ja, die Bottle of Pills. Hm. Das ist halt die Frage, taugt das was oder eher nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Wir können uns mal die Münzen aufheben, weil es ist noch nicht sicher. Vielleicht finden wir ja noch ein paar andere coole Sachen. Hm, wir gucken mal. Femine! Femine ist ehrlich gesagt ziemlich cool. Der Femine lässt uns... lässt uns ein bisschen sicherer spielen, weil wir dann den Cube of Meat bekommen. Was eigentlich echt geil ist. Ey. Ey. So, oder den Ball of Bandits. Eins von beiden. Gut, Ball of Bandits haben wir. Gehen wir in die nächste Ebene und wir hoffen, dass wir jetzt mal irgendwas Gescheites im Teufelsstil bekommen, ne? Erstmal hier reingucken. Was haben wir hier? Eine Donation-Maschine. Okay. Wow, wow, wow. Alter, die Räume, ne, die sind auch tricky as fuck. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Little Charge. Ja, war das nicht so, das füllt ab und zu mal random unser Item auf oder so? War das nicht so? Naja, gut, auf jeden Fall schon mal ganz okay. Ich hoffe eigentlich immer bei diesem blauen Stein mit dem Keeper, hoffe ich eigentlich immer auf den Rock. Ich hoffe generell immer auf den Rock, weil der Rock eigentlich geil ist. Aber naja. Wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen sowas. Weil das ist immer ein geiler Damage-Multiplier, ne? Der Rock. Da hat man immer direkt schönen Schaden. Auch wenn man mit dem Triple Shot gar nicht mal so schlecht dabei ist. Weil jede unserer Kugel natürlich einen Schaden macht.
Ganz ordentlichen eigentlich. Der Wall of Bandits macht übrigens auch Damage, ne? Hat man ja gerade gesehen, ganz gut. Und unsere Setbombs sind eigentlich auch gar nicht mal bad, weil die immer... Ah, nice. Weil die immer schießen, wenn wir die gleichzeitig noch hochjagen. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, das ist schon mal ein guter Start. Mal gucken. Wenn wir jetzt noch einen coolen Teufelsziel irgendwie kriegen, einen HP-Upgrade. Das Fahrtbaby, okay. Das ist okay, weil es auch Schüsse abblockt. Was eigentlich ganz cool ist. Vor allem in Verbindung mit dem anderen Baby. Es gibt ja noch dieses Baby, was einfach nur Schüsse abblockt und dann ab und zu diesen Necronomicon-Effekt auslöst. Was auch sehr, sehr cool ist. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal Hermit und wir gehen erstmal zum Boss. Problem ist, das Farting-Baby bringt eigentlich nur was, wenn man direkt neben dem Gegner steht. Weil ansonsten, naja, das furzt halt, ne? Bringt ja nicht wirklich viel. HP-Upgrade? Jo, ist ein HP-Upgrade. Und wir haben ein Baby. Ja, das können wir eigentlich mitnehmen, weil das ist... ja, ich weiß, das ist nicht sonderlich geil, aber... es ist besser als nichts, ne? Wir wollen uns nicht beschweren. Bevor wir gar nichts mitnehmen, nehmen wir auf jeden Fall das hier mit. Wir könnten eventuell mal... wir gehen mal hier so in den Shop rein. Wenn wir irgendwas Geiles haben, dann können wir uns vielleicht sogar noch was kaufen. Guck mal, das ist doch eigentlich ganz cool, dass wir noch so ein bisschen Schaden am Boden verursachen. Das ist eigentlich ganz geil. Das brauche ich auf jeden Fall. Das brauche ich auf jeden Fall, das Ding. Da muss ich jetzt irgendwie, hier, Secret-Raum. Was war das nochmal für eine Batterie? Da muss ich mal eben kurz gucken. Trinkets, hier haben wir einmal Trinkets. Die Batterie, was war das denn nochmal da? Lowers your space by item charge rate by one. Cannot lower the charge of your space by item below one room. Okay. Und unsere Batterie, unsere kleine Batterie da, die war... folgendes, wo ist es denn? Na, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Gives you an increased chance of finding battery consumables. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Wir brauchen Münzen. Das ist jetzt echt ein Problem. Wir haben hier eine. Wir haben schon mal safe eine auf jeden Fall. Wir brauchen noch eine. Warte mal, wenn wir die Donation-Maschine sprengen, kommen dann da eine Münze raus oder zwei? Wir brauchen noch zwei. Scheiße, ey. Wenn ich die Donation-Maschine jetzt wegsprenge, kommen da... warte mal, wir können... ach, warte mal, wir können ja was ganz anderes machen. Da hinten ist ja so eine Blood-Donation-Maschine. Die können wir mal benutzen. Weil wir sind ja der Keeper. Wir können die ja so oft benutzen, wie wir wollen. Und hier ist auch noch eine Münze. Ja, super. Dann passt das eigentlich. Vielleicht kriegen wir da eine Dings raus. Eine, ein 5-Penny-Stück. Jo, das war irgendwie nicht so geil. Wäre jetzt natürlich echt bitter gewesen, wenn ich jetzt hier sterben würde. Ja, wir haben nur noch... es ist ja mega ätzend gerade. Scheiße. Gut, wir haben eine Bombe. Boah, das war aber... okay, das war's, glaube ich. Scheiße! Ah. Warte mal, die Blood Donation Maschine bringt gar nichts? Die Portable Blood Bank? Warum bringt die denn nichts? Oh Gott, ist das ätzend. Warum bringt die denn nichts? Oh, das ist ja mega dämlich. Oh, jetzt kriege ich hier wahrscheinlich noch eine Münze raus. Oh Gott, ist das ätzend. Oh. Ja, gut. Das ist echt Fields Batman, Alter. Warum ist die Portable Bloodbank denn so scheiße? Ich dachte, die bringt auch immer Münzen. Naja, jetzt sind wir wahrscheinlich dead. Oh, Fields Batman. Okay.
So, warte mal, wir können jetzt hier mal kurz gucken. Wir machen mal kurz die Fackel hier aus. Ey, das ist ja mega das Scheiß-Item mit dem Charakter. Das bringt ja gar nichts. Das ist ja komplett Krebs. Ja, gut, alles klar. Haben wir schon mal draus gelernt, ne? Portable Bloodbank ist nicht gut. Gar nicht gut. Das Gute ist, wir haben eigentlich ganz guten Schaden, aber... Was ganz cool wäre, wäre jetzt diese Zunge von Judas als Trinket, weil die verursacht ja, dass jeder Teufelstier nur noch ein Herz kostet. Two of Diamonds, das machen wir mal. Hätten wir vielleicht uns noch aufheben können, aber es ist vollkommen okay, glaube ich. Ja, gut. Das ist jetzt ein bisschen unlucky. Bitte gib mir irgendeine Münze. Jawohl. Danke. Okay. Ja, das ist Fields Batman irgendwie. Gerade. Erstmal die kleinen Viecher hier kaputt machen. Alter, diese Scheiße, ne? Die spucken immer mehr von diesen komischen Würmern aus. Verpisst euch mal mit euren scheiß Würmern, ey. Alter, diese scheiß Würmer. Schrost aus. So, jetzt gib mir mal irgendwas Tolles im Schatzraum. Taurus. Oh, das war keine gute... Oh, das war gar keine gute Idee. Das war mein Untergang. Alter, ich wusste nicht, dass mir das so viel Speed wegnimmt. Alter, wir brauchen unbedingt den Löffel beim Boss, sonst kratzen wir nämlich ab. Alter, das ist ja richtig... Oh, das ist ja disgusting des Todes. Das Gute ist halt, wenn wir echt... Ich hasse den Keeper! Aber der Keeper ist... Ja, wir machen das irgendwie. Wir brauchen einfach mal fucking Glück. Ich glaube, wenn wir einmal durchgespielt haben und dann den Dings haben, ne, den, wie heißt es hier, den Wooden Nickel, dann geht's, glaube ich. Dann haben wir jeden Raum einmal diesen Wooden Nickel. Das ist übel geil. Ah, fucking RIP, Alter. Oh, was ist das denn? Ist das nicht hier Kidney Bean, ne? Kidney Bean. Die kenne ich gar nicht. When used, applies the charm effect to any enemies in close range. Charmed enemies will prioritize attacking other enemies in the room, otherwise they will still attack Isaac. Okay, ja, quasi einen Charm. Charming. Charming Boy. Eine Pille? Bestimmt eine Scheißpille. Das ist ja geil. Kappa! Och, komm schon. Das hast du nicht wirklich gemacht, oder? Oh, Mann. Ja, ich brauche eine Münze. Ja, das ist so dämlich, wenn ich wieder getroffen werde. Aber ich finde dieses Charming-Ding gar nicht mal so bad. Wir gucken mal hier rein. Ja, super. Ja, super. Dieser Raum ist auch gar nicht mal so scheiße. Ja, wo ist jetzt der Secret-Raum? Wollen wir mal gambeln? Sagen wir mal hier. Ah, ich bin ein Genius. Kappa Kepo. Lecker. Lecker, 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 lecker. So, wollen wir mal in den Shop gehen? Warte mal, was war denn hier unten? Wir hatten noch eine Bombe, ne? Nee, hat man nicht. Ah, da war auch noch ein Blaustein. Kaufen? Warte mal. Bevor ich jetzt nochmal in den Shop gehe, warte mal. Reicht da zwei? Ja. Theoretisch gesehen wäre eine Bombe gar nicht mal bad. Weil dann... Ja, sollen wir das... Ach komm, das machen wir.
Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und... Ja, machen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und kriegen da den Stein nochmal raus. Den Rock. Ich glaube zwar nicht, aber... Ja, aber immerhin ein paar Fliegen. Ne? Können wir wenigstens den Boss killen. Ordentlich. Gut, jede Fliege macht 8 Damage. 8,4. Ja, das ist ordentlich. Ich glaube, dadurch dürfte der Boss... Wenn er nicht gerade Ads hat, dürfte der fast tot sein. Ja. Gut kalkuliert von mir. Mm, der Kalkulationsboss. Wehe, ich kriege jetzt hier ein HP-Upgrade. Dann... Oh, der Passion Ball, das ist ganz geil. Ein bisschen? Ich habe eigentlich gehofft, ich kriege ein paar mehr Münzen. Und habe irgendwie das Glück. Und da ist eine große dabei, aber nein! Warum denn auch? Ich bin ja nur der Keeper. Und der Keeper braucht kein Glück. Der Keeper braucht nur Skill. Spüre die Macht deiner eigenen Freunde. So, was haben wir denn hier? Bomben, nice. Bam. Okay. Hehehe. Ich sag mal so, Guppy ist natürlich hier auch geil, ne? Generell fliegen ist, glaube ich, hier super. Der Holy Mantle ist, ja, ja, erklärt sich von selbst, glaube ich. Ist natürlich ein super geiles Item. Die sich immer einscheißen, ne, die Boys. Kacken sich so richtig ins Hemd, ey. Buttbombs, ja. Irgendwie, weiß ich nicht, warum kriegen wir immer solche Bomben? Ich will eigentlich echt full für den Dings gehen. Ich will echt full für den Damage gehen. Oh Gott. Ja, hier haben wir noch den Shop. Da ist bestimmt auch wieder nur Müll drin. Oder was richtig Geiles. Ja, nur Müll eigentlich. Ja, dieses Zeitding, das finde ich nicht so... Ey, keine Ahnung, ich finde das echt nicht so geil. Oder? Ne, warte mal, das setzt ja alles zurück. Auch die Items, die man bekommen hat, ne? Ich weiß nicht, ich finde das... Ha! Vielen Dank. Oh, nice. Der Boy ist echt nice. Vielleicht haben wir ja hier irgendwas Tolles. Naja. Toll ist aber dann los. Jetzt ist halt die Frage. Finden wir jetzt irgendwas Tolles noch oder nur Müll? Na guck mal, da ist noch ein blauer Stein. Vielleicht haben wir Glück. Wir gehen auf jeden Fall danach mal zum Boss. Schade. Gut, wir gehen zum Boss, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir einen Teufelsstil, einen tollen. Ich glaube es zwar nicht, aber ja. Na komm. So ein Troll. Oh, was haben wir denn hier? Nee, geh mal weg. Ich habe gemerkt, mit den Pillen kann man... Oh, komm schon. Naja, wir haben auf jeden Fall den All Stats Up Magic Mushroom. Der ist super sweet. So, wir sind schneller, stärker und schießen schneller. Ja, gut. Ist ein Anfang. Ist ein Anfang. Ich will mich nicht beschweren. Beim Boss so ein Item zu bekommen, ist echt super swaggy. Hm. Wow. Ach, scheiße. Oh, nice. Direkt hier der Schatzraum. Big Beautiful Fly. Kann mich auch selber rippen.
Aber das Gute ist, genau das ist das Gute daran. Die Fliege macht nämlich... Oh, shit. Oh, fuck. Ist das schon wieder echt kurze... Ja, wie komme ich jetzt daran? Hi. Wie komme ich jetzt denn an die Münzen? Ich würde gerne die Münzen da drüben haben. Oh, scheiße. Oh Gott. Ich merke gerade, diese Fliege war eine scheiß Idee. Nice. Die war eine richtig beschissene Idee. Okay, Doppelcharge. Das kann mal geil sein, eigentlich. Das kann mal echt geil sein. Natürlich. Normalerweise kriege ich immer aus diesen Dingern fucking Münzen raus. Aber heute ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist wieder geil. Da guckt man nicht hin und dann ist man Matsch. Ja. Oh nein, das ist dieses übel eklige... Oh, nee. Oh Gott, ich hasse das wieder so, ne? So, was haben wir denn hier? Bad Trip. Health up? Retro. Oh. Hm? Okay. Ja, gut. Jetzt, Health up ist eigentlich ganz geil, weil wir damit eine Möglichkeit haben, ein Teufelstier mitzunehmen. Was sehr, sehr cool ist. Fucking. Okay, solange wir immer Münzen bekommen, ist eigentlich alles cool. Okay. Ah, das ist schon ganz swaggy. So, die Münze lassen wir mal liegen. Oh Gott. Puh. Hm. Oh. Oh, das ist echt fies. Evas. Ich will ehrlich gesagt mir das Ding hier kaufen. Dieses Evil Up. Also, es ist eine Curse Immunity und Curse kann ich hier gerade gar nicht gebrauchen. Oh Gott. Ich brauche eine Münze! Gib mir doch mal eine Münze! Du. Penis. Oh shit. Okay. Alles klar. Das ist natürlich jetzt super swaggy. Denn wir können uns jetzt coole Sachen holen. Denn wir haben den Holy Mantle. Wisst ihr, wie geil der Holy Mantle ist? Der Holy Mantle ist übel swaggy. Der ist übel swaggy. Curse Immunity plus Evil Up. So.
Wir haben jetzt Cursing Immunity. Das ist schon mal sehr geil. Wir haben den Holy Mantle. Wir haben ein bisschen Damage. Vielleicht schaffen wir diesmal irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie man mit dem Charakter überhaupt den Lost schaffen soll. Oder wie soll man den fucking Bosser schaffen? Ohne dass man... Ich meine, da muss man ja durchrennen. Und das mit diesem Scheißcharakter. Ich meine, wie viel Glück willst du nach... Ich meine, gut, da brauchst du wahrscheinlich mit dem Nickel. Ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ja. Mit dem Nickel ist das wahrscheinlich echt leicht. So, warte mal. Da vorne ist der Bosskampfraum. Ha. Easy. Ey, was? Hä? Gib mir noch mal bitte den Rock. Leider nicht. Oh, shit. Okay. Solche Räume habe ich immer Angst vor, weil da musst du sehr schnell erkennen, wo du hin musst. Und das ist manchmal schwierig. Okay, so. Wir sind eigentlich ganz gut am steil gehen jetzt hier. Wir brauchen jetzt nur noch einen geilen Teufelsstil. Irgendwas so richtig Geiles. Irgendwas so, was so richtig reinknallt. So, da haben wir den Secret-Raum. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Ja. Gehört eher auch eher in die Kategorie nicht so worth. Okay, gut. Wir bräuchten jetzt, am besten würde ich es finden, wenn wir beim Boss jetzt fliegen lernen würden. Also, quasi beim Teufelsstil. Aber wir haben 12% Chance. Stimmt das oder ist das immer noch verbuggt? Das scheint mir irgendwie sehr buggy zu sein. 12% kann das sein? Wir wurden doch nur... Ja gut, wir wurden vorhin einmal getroffen, ne? Das kann natürlich sein. Ey, dann kriegen wir auch keinen Teufelsstil, ne? Dann ist sowieso RIP. Na geil. Puberty. Ja, wir müssen hoffen, dass wir ein Teufelsstil bekommen. Ansonsten RIP. Gut, die Fliege. Oh shit, Mann. Range up. Ja, uncool. Wir haben hier vorne noch eine Münze. Haben wir die mitgenommen? Ich glaub, das war die. Ich will die haben. Oh. Ja, geilo, ey. Naja, gut. Alles klar. Gucken wir mal weiter. Ja, das Gute ist, wir haben den Holy Mantle, ne? Wir sind auf jeden Fall schon mal so ein bisschen safe. Das habe ich jetzt gar nicht gepeilt. Hä? Warte mal, der Holy Mantle funktioniert. Warte mal, der Holy Mantle hat doch sonst immer so funktioniert. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gepeilt. It can be used to go in and out of a curse room without taking damage. Hä? Das habe ich jetzt nicht gepeilt. Warum ist das beim Keeper so ein Bonus? Oh, das wäre mega scheiße. Ja, anscheinend war das echt so eine Art Bonus. Das ist natürlich jetzt scheiße. Gut, dann würde ich sagen, was für heute. Wir, ja, keine Ahnung. Das muss mir mal einer erklären. Das checke ich überhaupt nicht. Gut, erklärt mir mal, warum ich da jetzt nicht reingehen konnte. Ansonsten würde ich sagen, was für heute. Wir gucken mal, was wir beim nächsten Mal machen. Ich weiß es noch nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.